Herr Schirdewan, das war eine Debatte, bei der sehr deutlich wurde, die Unterschiede sind sehr groß und eine Lösung ist eigentlich recht weit entfernt. Die Unterschiede sind sehr groß, das ist richtig, weil es einige politische Kräfte gibt, unter anderem offenkundig auch den polnischen Ministerpräsidenten, denen daran gelegen ist, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union zurückzubauen, um ihre eigenen politischen Interessen durchzusetzen, nämlich einen autoritären Staat zu errichten. Aber wie weit hat er nicht auch recht, indem er sagt, wir brauchen als Nationalstaat auch eine Rechtssicherheit für unsere eigene Verfassung, für das, was in Polen als Recht existiert? Wir können uns doch nicht ständig dem EU-Recht unterwerfen. Polen hat ja bei dem Beitritt zur Europäischen Union den europäischen Rechtsbestand durchaus anerkannt. Was jetzt passiert, ist halt ein Zurückdrehen. Dass es Konflikte zwischen Verfassungsgerichten, nationalen Verfassungsgerichten und dem Europäischen Gerichtshof gibt, das ist völlig normal. Das ist ein ganz normales rechtliches Miteinanderringen darum, was die richtige Interpretation verschiedener Gibt es übrigens auch gegenüber Deutschland. gibt es auch gegenüber Deutschland. Deswegen erwähne ich das auch. Das ist ein ganz normales Ringen darüber, um eine entsprechende rechtliche Interpretation und wie bestimmte Gesetzgebungsprozesse dann letztendlich nationalstaatlich anzuwenden sind. Aber was hier passiert ist, ist ja, dass das polnische Verfassungsgericht Teile der europäischen Verträge für inkompatibel mit der polnischen Verfassung erklärt hat und damit sagt, europäisches Recht gilt für uns nicht mehr. Europäische Verträge verlieren an Gültigkeit in Polen. Das ist natürlich eine ganz neue Qualität, dabei tatsächlich europäischen Rechtsbestand zurückzuschrauben und eben eine nationalstaatliche, souveränistische Rechtsposition durchzusetzen, die letztendlich nur dazu führen wird, dass andere folgen und damit die Europäische Union als politischer Akteur handlungsunfähig wird. Aus der Sicht des Parlaments kann man ja nicht sehr viel tun dafür, dass das umgesetzt wird. Was wollen Sie tun? Es gibt eine Entschließung für den Donnerstag, die angekündigt ist, aber passiert darüber hinaus noch etwas? Naja, zunächst mal ist ja heute deutlich Kritik geäußert worden an der Position der polnischen Regierung und auch an dem Auftritt im Übrigen des polnischen Ministerpräsidenten, den ich ziemlich unsäglich fand heute mit den Provokationen, die er hier auch zum Ausdruck gebracht hat. Aber was man natürlich machen kann, ist unter anderem das Rechtsstaatlichkeitsverfahren nach Artikel 7 zu beschleunigen. Die Kommission steht da auf der Bremse. Meine Forderung ist ganz klar, dass die Kommission da endlich auch ein bisschen schneller werden muss. Und gleichzeitig kann die Kommission entsprechend auch den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus endlich zur Anwendung bringen und entsprechend auch finanzielle Einbußen für Polen geltend machen, wenn weiterhin Rechtsstaatlichkeit und damit Demokratie abgebaut wird. Die Zustimmung zu Europa, zur EU ist in Polen sehr, sehr hoch, weit über 80%. Die Frage ist aber, ist es so, dass die polnische Regierung möglicherweise am Volk vorbei aus der EU austreten würde? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die Strategie der polnischen Regierung scheint mir zu sein, eher den größtmöglichen Spielraum für sich herauszuholen, sich von europäischer Gesetzgebung nicht groß beeinflussen zu lassen. Gleichzeitig sind sie natürlich aber auch auf die Zuweisung von der Europäischen Union angewiesen. Polen ist der größte Nettoempfängerstaat. Und es ist kein Wunder, dass die polnische Bevölkerung so positiv gegenüber der Europäischen Union eingestellt ist, weil gerade die polnische Bevölkerung ja auch massiv und Polen insgesamt massiv natürlich von den Zuwendungen aus den europäischen Budgets profitiert hat in der Vergangenheit. Schulen sind errichtet worden, Krankenhäuser sind ausgebaut worden, die Agrarwirtschaft wird unterstützt. Das ist alles existenziell für den polnischen Staat. Und so muss man sagen, der polnische Ministerpräsident, die polnische Regierung regiert an der polnischen Bevölkerung vorbei.